Kennt ihr das auch? Ihr wollt was schneiden und euer Schneidebrett rutscht hin und her. Da könnte man jetzt entweder ein feuchtes Tuch drunter legen oder aber ihr nehmt ein paar Einmachgummis. Die sind hygienisch einwandfrei, wiederverwendbar und die gleichen auch eventuelle Unebenheiten von eurem Brett schön einfach aus. Und dann könnt ihr hier rütteln und schütteln, wie ihr wollt. Das Brett hält. Diese Gummis könnt ihr übrigens auch unter Rührschüsseln legen. Wenn euch die wegrutschen, dann rutscht nichts mehr. Und die sind auch relativ günstig. 10 Stück gibt es für ungefähr 1 Euro. Also da hat man, glaube ich, nicht viel Unkosten. Und damit finde ich, ist eine recht günstige, einfache Möglichkeit, dass euer Brett bombenfest hält. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.